So, heute zeige ich euch, wie ich mein Zelt aufbaue. Das ist das Big Agnes Copper 2. Und ich habe auch dazu extra den extra Boden nochmal dazu gekauft. Der überteuert ist, aber man hat, was man hat. So, fangen wir mal an. Ich glaube, ich mal die Zeit. So, ich habe ungefähr 7,5 Minuten gebraucht. Das ging doch relativ schnell. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, hier sieht man, hier war ein Stein. Deswegen habe ich es ein bisschen zur Seite gemacht. Deswegen benutze ich auch mal hier auch einen zweiten Hering für die Abspannseile. Normalerweise kann man die hier dran auch mit festmachen. Aber ich schleppe extra ein paar Heringe mit, damit man, falls der Wind auch das dreht, einfach die Heringe ein bisschen zur Seite machen kann und dann das auszugleichen. Gut, ich zeige euch mal, wie es von innen aussieht. Kannst du hier oben festmachen oder ich stopf's einfach hier unten zwischen Zelt und Zelt rein. Kann man es mal aufmachen. So. Oh. Kann man das hier so reinmachen. Und dann drehen wir mal. So, wie sitzt es jetzt hier im Zelt? Und wie ihr seht, habe ich über mir noch genug Platz. Selbst wenn ich auf der Luftmatratze sitze, habe ich noch zum Sitzen genug Platz. Legen wir es mal hin. So, wie ihr seht, es ist ein bisschen eng. Ich bin 1,85 groß und kann hier so liegen. Ich lege mich meistens schräg rein, dann auch wenn der Wind kommt und es regnet, meine Füße und der Schlafsack nicht nass werden. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt. Man kann hier zu zweit auch drin liegen, habe ich auch schon öfters gemacht. Es passen aber keine zwei Luftmatratzen nebeneinander. Die überlappen etwas. Ja, für eine Woche oder zwei Wochen kein Problem zu zweit. Länger, wie soll ich das sagen, ist zu eng. Ja, so ist mein Zelt.